Das ist einer unserer Vertragspartner. Das ist ein Karst Weißling. Wie Sie wissen, wir haben einen ganz kleinen Vertrag mit den Schmetterlingen ausgehandelt. Sie müssen also unsere Ausrüstung reinigen. Und dieser hier ist wieder widerwillig. Also, er vergnügt sich. Und hier das ganz Erstaunliche, die Schmetterlinge, sie sind derart fies, hinterhältig und gemein. Sie haben eine Vertragslücke gefunden, sie haben Subunternehmer angestellt. Und dieser hier nutzt diese Vertragslücke aus. Sie sind doch klug. Ich finde, das ist richtig fies. Wir sind selber schuld, wenn es nicht im Vertrag ist. Hier der Subunternehmer, das ist eine... Eine Biene. Aber Sie haben ihn gut instruiert, er macht das perfekt. Ja, ja, er reinigt sehr gewissenhaft. Oder sie reinigt sehr gewissenhaft. Ihre Zunge geht da durch einen Rüssel, oder wie ist das? Wie ein Schaft. Ja. Ist so lang. Kann sie das ganz ausfahren, oder ist das immer draußen? Das wäre noch interessant zu wissen. Auf jeden Fall, wir haben keine Ahnung, wie die Schmetterlinge immer wieder Subunternehmer überzeugen, dass sie so gewissenhaft arbeiten. Das ist erstaunlich. Ja, vielleicht sind es Schwarzarbeiter. Vielleicht. Hier sind wir wieder bei unseren Hauptakteuren in diesem Teil, bei den Haubentauchern. Die Dame hier erklärt gerade ihrem Partner, wie man ein Nest bauen soll und wo sie das genau will und möchte. Er ist nicht so interessiert. Er hat eine andere Dame gesehen, jetzt schwimmt er ihr nach. Und sie hat ihn wieder zurückgeholt und erklärt ihm nun, so, wir haben das mit der Paarung vereinbart. Wir passen doch zusammen. Und du hast ja gesagt, oder? Genau. Sie erklärt das sehr gut. Okay, auf geht's. Und was? Jetzt wird das Nest gebaut. Jawohl. Und zwar hier, an dieser Stelle. Und sie zeigt ihm, sie möchte gerne diese kleinen Stöckchen. Diese kleinen Stecken. Schilfstecken. Schilfstängel. dort platzieren, um das Nest zu verfestigen. Und er fragt jetzt, ist das auch geeignet, das weiße Zeug? Es ist sehr schön. Und sie sagt immer nein. Man muss diese kleinen Stöcke nehmen. Blindtuch, der Stängel. Dabei will er doch noch polstern, dass sie es bequem hat. Nein, nein, ihm gefällt das weiße Zeugs. Jetzt schwimmt er mit dem Zeugs hinterher. Jetzt weiß er nicht mehr, was machen. Er fragt sie wieder, soll ich den nehmen? Nein. Nein. Den. So, jetzt bringt er ihn weg. Aha, er hat ein Leintuch gefunden. Algen wahrscheinlich. Ja, ja, eine Bettdecke oder sowas. Und sie erklärt ihm wieder, nein, es kommen diese kleinen Stöckchen hin, da.
Er hat einfach sein Tuch, sein Bettzeugs. Das gefällt ihm besser. Ja. Sie sagt, nein, dieser Stecken, ein Stecken braucht. Jetzt ist er frustriert. Sie baut das jetzt selber. Ja. Ja, sie ist wahrscheinlich eine erfahrene Dame. Also sie hat wahrscheinlich schon mehrfach gebrütet und er ist ein Junger. Das erste Mal. Er kommt immer wieder mit seinen Leintüchern daher. Da. Er wirkt ein bisschen hilflos. Ja, ja. So. Sie sucht einen Feind und ist angriffslustig. Vielleicht etwas frustriert von ihrem jungen Mann. Aber es war weit und breit kein Feind sichtbar. Nix. So, nun holt sie ihren jungen Partner wieder zurück. Nestbau, Paarung, wie versprochen, wie vereinbart. Okay, auf geht's. Okay, auf geht's. Also. Ja, den haben wir, diesen Kanarienvogel haben wir zufällig gesehen. Das ist ein Kuckuck. Man hört ihn eigentlich fast nur bei uns, man sieht ihn selten. Ja. Er kommt zu uns zum Brüten, dann fliegt er wieder nach Afrika. Und sage und schreibe etwa 7.500 Kilometer. Ausdauernde Flieger, ne? Ja, ja. Ist noch groß. Jetzt fliegt er nach Afrika. Also, können wir wieder. Aha. Sie zeigt ihm so, jetzt geht es zur Paarung. Und er versteht es nicht, warum das Nest nicht weitergebaut wird. Er macht einen Böcklesprung, Bocksprung. Was sagt man in Deutsch? So etwas. Er hat das irgendwie nicht verstanden mit der Paarung. Aber sie wartet schön geduldig. Ja. Ja, sie hat ihm gesagt, diese Stöckli muss er da. Diese Stöckli, Stöckli. Stecken. Muss man aufs Nest legen, dann sitzt sie einfach drauf. So, sie zeigt ihm das nochmals ganz genau. Und präsentiert ihr Hinterteil. Und er ist immer noch verwirrt. Er ist noch nicht bereit. Nein, also es ist klar, sie haben ihm das nicht richtig erklärt. Sie haben ihm gesagt, du musst balzen.
Dann musst du den Nestbau ein Stöckchen hinbringen. Polstern. Aber von Sex haben die nichts erzählt. Überhaupt nichts. Das ist unglaublich, was die jetzt von ihm will, oder? Ich habe gedacht, Sex geht automatisch. Nein, also, das muss erklärt werden. So, hier wird es zu langweilig. Was will die bloß von ihm? Warum schläft die mitten im Nestbau? Unglaublich. Er hat es noch nicht verstanden. Sie haben ihm wirklich nichts davon gesagt. Nein. Sie haben ihm das verschwiegen. Hätte er das nur gewusst. Aha. Nein. Jetzt sieht er eine andere Dame. Da schwimmt ihr hinterher, dieses Kamel. Schwimmt ein Mädchen hinterher und er hat keine Ahnung warum. Und sie muss ihn wieder abholen. Wir haben doch abgemacht. Ich muss ihn immer wieder zurückholen. So, auf geht's jetzt. Noch ein Versuch, oder? Ja. Okay. Schön präsentieren. Aha. Jetzt sprechen seine Gene mit ihm. Jetzt versteht er das mit der Paarung. Das heißt, er überlegt sich das noch. Jetzt ist er schon interessiert. Ja, es arbeitet, aha. Seine Emotionen. Der Haube, hä? Ja. Wird aufgefächert. Oh, er versteht. Oh, er hat verstanden. Alles klar. So läuft das. Genau. Ja. Und zack, den Rest hinter dem Kopf ins Genick. Aber jetzt ist er stolz. Oh, er hat das geschafft. Er hat verstanden. Das wär's. Bis später. Bis dann.